Ich fange mal damit an, dass die Professoren sagen, wenn man die Welt verstehen will und die Reform verstehen will, also das sogenannte dritte Gesellschaftssystem, Sie kennen ja das erste Gesellschaftssystem, soziale Marktwirtschaft, das zweite ist das, was die jungen Leute, wo sie von träumen, Kommunismus, Sozialismus, Gott bewahre, also was wir hoffen, dass es nicht wieder kommt, ja. Und das dritte System ist der vernünftige Weg sozusagen, Reformen zu machen, ein Wirtschaftswunder zu erzeugen. Das Ziel der Professoren ist, pro Jahr in Deutschland ein Plus von 500 Milliarden zu erwirtschaften durch 20 gekonnte Reformen, denn Reformbedarf ist an jeder Ecke in Deutschland, ja. Und das ist quasi, und dazu sagen die Professoren, müssen wir leider so ein bisschen den Blick zurücklenken. Wir müssen uns daran gucken, wo die Probleme unserer Systeme, Gesundheitssystem, Ernährungssystem, Bildungssystem, wo die Probleme ihren Anfang genommen haben und wie dann die Lösung aussieht. Und deswegen gehen dann die Professoren erstmal ein bisschen zurück. Und zwar so, ich mache mal nur ein paar Eckpfeiler. Ich weiß nicht, ob Sie das aus der Schule noch im Kopf haben. Entstehung des Universums, 13,8 Milliarden Jahre. Unsere Milchstraße-Galaxie, 10 Milliarden Jahre ungefähr, also ganz grob, 5 Milliarden Jahre Entstehung unseres Sonnensystems, vor 4 bis 3 Milliarden Jahren die Vorläufer unserer DNS, also die DNS, die wir alle im Körper haben und die quasi letztendlich ja unseren Körperbau und alles steuert. Ja? Und jetzt kommt schon die erste Frage, die ich an Sie stelle, die Sie nicht wissen müssen. Also, was war vor, wenn wir jetzt 3000 Jahre haben, haben wir so 3000 Millionen Jahre Evolution des Lebendigen. Und was war dann vor 65 Millionen Jahren? Jetzt wird es nämlich ernst für uns Menschen. Ja? Das war ja, Jura-Kreidezeit, ne? So in dem Bereich. Vor 65 Millionen kamen die Saurier. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, die sind ausgestorben. Ja, ja, genau, das ist vollkommen richtig. Ja. Sie, schon, Sie wissen das. Ja? Und vor 65 Millionen Jahren, und was passierte nach diesem Aussterben der Dinosaurier, wobei noch umstritten ist, ob das nur korreliert war mit dem Meteoriteneinschlag oder ob das die Kausalität war. Aber was ist danach passiert sozusagen mit uns? Ja, mit uns, wir waren ja noch nicht da, also... Wie ist das jetzt gemeint? Also, Sie müssen mit uns, müssen Sie immer denken, die Biologie sieht uns immer mit unseren Großeltern gemeinsam. Und sie geht aber nicht zu unseren jetzigen Großeltern nur, sondern von den Großeltern der Großeltern der Großeltern der Großeltern geht sie jetzt 65 Millionen Jahre zurück und schaut sich an, wie unsere Großeltern, tatsächlich meine Urgroßmutter damals aussah. Haben Sie eine vage Vorstellung, wie wir damals aussahen? Ja, also ich habe nur noch in Erinnerung, irgendwie ging ja die Entwicklung über das Springhörnchen. Ne? Also die Evolution hat dann diese, sagen wir mal, zu großen Formen und übergroßen Organismen, wenn man so will, dann aussortiert und mehr so ein schlankes Überlebensmodell angestrebt. Aber also man kann ganz grob sagen, diese riesigen Dinosaurier waren mit der Welt, die auch aus Meteoriteneinschlägen besteht und schnellen Klimawandlungen steht, da waren die in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert und haben sich als nicht erfolgreich für einen Planeten erwiesen, in dem es auch zu solchen Ereignissen in der Natur kommt, so Großereignissen. Und deswegen waren dann wir, ich weiß, manche sprechen auch so von mausähnlichen Springhörnchen, haben sie gesagt, also von so kleinen Nagern. Und so sah dann meine Urgroßmutter damals aus, die, von der die Linie zu mir führt. Ja? Und was danach passierte, ich kürze ab, irgendwie haben sich diese Hörnchen, Springhörnchen oder wer auch immer es war, auf die Bäume bewegt. Dort kam es zu Teilanpassungen, Hände, Greifhände, gerader Blick und so weiter. Und wir wurden so menschenähnlich, waren aber Affen auf den Bäumen mit Fell. Und dann vor etwa, ja, so in der Größenordnung 10 Millionen Jahre begann es ja dann, dass wir uns langsam Richtung Menschenähnliche evoluierten und dann irgendwann auch
in die Savanne gegangen und später, viel später, dann auch das Fell verloren haben. Ja? Wir gehen jetzt mal von aus, wir sind jetzt gerade mal in die Savanne gekommen, also aufrechter Gang. Genau. Und da vor 4 Millionen Jahren, das wäre jetzt reiner Zufall, wenn Sie es wüssten, vielleicht kennen Sie Professor Friedemann Schrenk, der war auch hier an der Uni Köln, hat einen Vortrag gehalten. Was ist vor 4 Millionen Jahren passiert? Ich helfe, ja? Vor 4 Millionen Jahren haben wir unsere Rieseneckzähne verloren. Zur Zeit der Australopithecinen. Ja? Und wenn Sie mal an den Gorilla denken, wozu hat der so riesige Eckzähne und seine Frauen eher relativ kleinere Eckzähne? Wozu dienen die funktional in der Biologie? Ja gut, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Eckzähne auch immer Überbleibsel von Reißzähnen. Und da geht es halt vor allem um auch eine Waffe und ein Instrument zum Jagen auch. Wobei der Gorilla ja, glaube ich, der hundertprozentige Pflanzenfresser ist. Warum hat er die noch behalten? Weil, wie Sie richtig sagten, es eine Waffe ist. Es ist eine Waffe. Und wozu braucht man, wenn man nicht mehr jagt, vielleicht hat die Gorilla, vielleicht haben die früher gejagt, ja, aber wozu behält der Gorilla diese Eckzähne auch heute noch? Wozu verwendet er sie als Waffe? Idee? Ja, um seinen Rivalen auszuschalten. Das ist eines der Drohinstrumente. Der Gorilla hat ja einmal dieses Trommeln als Drohinstrument, seine körperliche King Kong-Stärke zu zeigen, weswegen er auch so viel größer ist als die Frauen, weil er, das nennt man Geschlechterdimorphismus in der Wissenschaft, ja? Er ist deswegen so groß, weil er noch ein Rivalenkämpfer ist, ja? Und diese riesigen Eckzähne, auch das Mikrofon macht sich daraus nichts. Das ist so gut, da hören wir nichts von. Also ein Rivalenkämpfer, der zwar möglichst Gewalt vermeidet, aber im Zweifelsfall würde er auch seine Eckzähne gegen einen Rivalen einsetzen. Das ist Ihnen soweit aber bekannt, Hirsche mit ihrem Gewalt. Ja, natürlich, klar. Es geht, selbst in der Musik geht es immer um eine Frau, die zwischen zwei Männern steht, ne? Also bei Wagner, ganz typisch. Aber nicht nur bei Wagner. Also das heißt, das ist offensichtlich ein natürlicher Mechanismus, dieser Konkurrenzkampf. Generell Wettbewerb. Es scheint keine Evolution zu geben ohne Wettbewerb. Ja? Das ist der Gedanke ist ja, der ist richtig. Dazu sage ich nur, man muss halt Folgendes sehen. Es gibt einen Wettbewerb, der befördert und der die Entwicklung befördert. Und es gibt einen Wettbewerb, der kaputt macht und ausmerzt. Dazu kommen wir gleich. Wir wollen auch, die Professoren wollen keine mörderische Konkurrenzgesellschaft, wie wir sie heute haben, sondern sie wollen, dass eine faire, sanfte, friedliche Wettbewerbsgesellschaft, wo es Spaß macht, dass man etwas mehr leistet oder nicht, aber nicht diesen gnadenlosen Wettbewerb, alles plündern, alles ruinieren, alles nur in Geld umwandeln, auf Kosten der Bevölkerung und so weiter. Das wollen die Professoren natürlich beenden. Ja? Aber jetzt gehen wir mal zu der interessanten Frage. Wenn Wettbewerb unausrottbar ist, was die jungen Leute nicht so sehen, die jungen Leute denken, das wäre, man könnte mal einfach mit dem Federstrich verschwinden lassen. Was bedeutet dann das merkwürdige Phänomen, Professor Friedemann Schrenk erzählt das in jedem seiner Vorträge, dass wir unsere Eckzähne komischerweise verloren haben und zwar 1,5 Millionen Jahre vor der ersten Waffe. Sonst hätte man ja sagen können, der Kampf geht auf Waffen über. Aber 1,5 Millionen Jahre vor der Erfindung des ersten waffenähnlichen Gegenstandes haben wir die Eckzähne verloren. Für was spricht das? Ich würde sagen, das spricht eben für die Entwicklung des zweiten Gehirns. Das heißt, der Mensch wehrt sich mit anderen Mitteln, kämpft mit anderen Mitteln oder greift aufgrund seiner Vernunftmöglichkeiten darauf zurück, sich Modelle oder Hilfsmittel zum Jagen, zum Kämpfen und so weiter zu entwickeln. Also da braucht er seine Zähne nicht dazu, sondern eben Hirnmasse und Konzepte und Ideen, um das umzusetzen.
wie man jetzt, was weiß ich, den einen Stamm besiegen kann oder auch den Rivalen ausschalten kann oder jagen kann und so weiter. Genau, aber jetzt ist die interessante Frage, wir waren uns eben einig, dass der Wettbewerb wohl nicht verschwindet aus der Evolution. Und die Evolution läuft unendlich weiter, solange es DNS gibt. Ja? Aber dieser Rückgang der Eckzähne, sagt Professor Friedemann-Schrenk immer, da muss ich immer meine Studenten in den Prüfungen korrigieren. Der Rückgang der Eckzähne letztendlich bedeutet, dass eine neue Sozialstruktur entsteht, in der der Wettbewerb anders geregelt ist als über Gewalt. Ja? Also, denn die Eckzähne brauchen sie ja nur, solange es im Zweifelsfall auch ernst wird. Ja? Und wenn sie aber ein anderes Wettbewerbssystem sich in der Evolution durchsetzt, dann können die Eckzähne eingespart werden. Und das ist bei uns passiert. Die Eckzähne sind weg. Da haben Sie ja eben schon gemerkt, da stimme ich nicht so hundertprozentig zu. Ja. Ne? Also, denn Eckzähne weg heißt noch lange nicht, dass Sozialverhalten aufkommt, sondern andere Techniken, um... Aber diese anderen Techniken werden erst 1,5 Millionen Jahre später erfunden. Das wissen wir. Professor Friedemann-Schrenk stellt das dar vor 2,5 Millionen Jahren. Homo habilis, hat man dazu früher gesagt, haben wir die ersten Steinwerkzeuge entwickelt. Steinmesser, Steinhämmer. Und das war der Beginn der Technik. Ja? Warum sind aber die Zähne schon 1,5 Millionen Jahre früher, und in Wirklichkeit war es noch früher, ich mache nur ein Sicherheits... 4 Millionen Jahre ist der späteste Zeitpunkt, an dem es passiert ist, also wahrscheinlich eher schon vor 5 Millionen Jahren oder 6 Millionen Jahren. Wieso konnte die Art Mensch, damals Australopithecin, Australopithecus sediba war dann der spätere davon, warum konnten die auf die Eckzähne verzichten? Weil deren Stärke jetzt darin bestand, extreme Kooperativität in den Gruppen zu entwickeln und um den Gruppenzusammenhalt nicht zu stören, was übrigens, Sie kennen das bei, haben Sie das mal bei Nilpferden gesehen, wie der Rivalenkampf den Gruppenzusammenhang stört und wie da Kinder getötet werden aus Versehen dabei? Haben Sie das mal gesehen? Also mit dem Nilpferd habe ich mich jetzt noch nicht so stark beschäftigt. Also ich habe zwar schon viele Biologiesendungen und sowas gesehen, man sagt doch mal, wie gefährlich die sind, was die für ein Tempo an Land drauf bekommen können. Ich glaube, ich habe auch mal so einen Rivalenkampf gesehen, aber dass dabei jetzt Junge getötet werden, aus Versehen, das habe ich ja nicht gesehen. Das habe ich so in 3, 4 Berichten gesehen, wie dann die Kinder regelrecht zerquetscht werden und dann einfach tot sind. Ja? Also und wie sie dann auch tot am Strand liegen, wie die Mütter sich noch rührend um sie kümmern, aber es ist dann halt vorbei. Also das findet man. Gut. Und das heißt also in so einer Gruppe, so auch ich habe das auch gesehen, wie dieser Rivalenkampf dann mitten in der Herde, sogar manchmal im Wasser, das noch gefährlicher ist, weil die Kinder dann unter Wasser gedrückt werden und ertrinken, weil die ja noch nicht so mit der Atmung noch nicht so perfekt sind. Das stört natürlich immer wieder den friedlichen Gruppencharakter sozusagen. Und damals, unsere Stärke muss wohl, sagt Professor Friedemann-Schrenk, da in der Kooperation gelegen haben, in der höchsten Sozialität, also dieses mitmenschliche Miteinander, der Mensch als das sozialste Lebewesen der Erde, also der Frühmensch als der, oder Vormensch, wir sind ja noch beim Vormenschen, als das sozialste Lebewesen der Erde, das extrem kooperativ ist und den Wettbewerb so steuert, dass die Männer tatsächlich, das wissen wir auch so ein bisschen aus der Bonobo-Forschung, haben Sie von den Bonobos mal was gehört? Nee. Professor Franz de Waal ist einer der führenden Bonobo-Forscher. Er sagt, diese Bonobos praktizieren, ja, das sind ja, der schreibt das wirklich so, das sind ja matriarchale Hippie-Affen. Und die praktizieren ja tatsächlich Make Love Not War, also den alten Hippie-Spruch, was ja den jungen Leuten dann wieder ein bisschen entgegenkommt, wenigstens teilweise. Ja? Aber letztendlich ist es so, dass der Wettbewerb dadurch geht, jeder Mann der Gruppe versucht, besser als die anderen Männer, den Frauen und Kindern Fruchtbäume zu schenken, Nahrung zu schenken sozusagen.
Und dadurch gewinnen sie Anerkennung, Beliebtheit, Geschätztheit. Und die statistische Wahrscheinlichkeit steigt, dass der größte Schenker der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe wird. So ein Sozialsystem müssen wir heute vermuten. Die Bonobos haben so etwas Ähnliches heute noch. Und wir müssen vermuten, dass Homo erectus das dann also immer weiter entwickelt hat, bis vor 400.000 Jahren. Wir können zumindest als Wissenschaftler, ich mache es mal ganz präzise, als Wissenschaftler können wir es nicht mit Sicherheit ausschließen, dass wir ein solches kooperatives, hochsoziales, liebevolles Gruppensystem hatten. Man spricht auch manchmal von Gruppenehe, ne? Weswegen die Eckzähne verschwinden mussten und die Aggressivität aus dem Wettbewerb rausgehen musste. Also wir können zumindest dieses Modell nicht ausschließen. Wir müssen es nicht als bewiesen betrachten. Wir wollen es nur nicht völlig aus der Diskussion ausschließen. Können Sie da mitgehen? Dass man es nicht völlig ausschließen kann, da kann man mitgehen, ja. Aber grundsätzlich würde ich doch sagen, dass ja auch in diesen Ursippen doch immer ein Konkurrenzverhalten da war. Da muss es ja auch den Bestimmer gegeben haben. Genau, Sie sehen den Urmenschen etwas aggressiver als jetzt dieses Szenario. Ja, das sehe ich etwas aggressiver, genau. Und das, was man im Tierreich heute noch sieht, also eine Führungskraft muss sich durchsetzen. Und dazu wird halt eben die Stärke gebraucht und auch nicht nur die Muskelkraft. Und ich meine eben auch dann dementsprechend die Kampftechnik, und das ist etwas, was eben über das Gehirn entwickelt wird. Also diesen Hippie-Gedanken da einzuführen, ist für mich neu, also halte ich aber für gewagt, muss ich sagen. Professor Franz de Waal ist eigentlich ein sehr konservativer Professor, der auch ganz brav verheiratet ist und so weiter. Aber dass er sich in seinen Büchern dazu versteigt, ist einfach, weil er sagt, das ist einfach die Realität. Es mutet so an, wie die sich verhalten und so weiter. Und also ich selbst, alles, was ich über Bonobos gelesen habe, ist, dass die zwar nicht völlig friedlich sind, aber schon ziemlich friedlich sind. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der sie jetzt auch vielleicht, dass man feststellt, dass die Bonobos, wenn sie andere Gruppen treffen, wenn Schimpansen andere Gruppen treffen, gibt es Zoff, Gewalt. Wenn Bonobos andere treffen, gibt es Umarmungen und freundschaftlichen Kontakt. Das heißt, wir können auch nicht sicher ausschließen, also obwohl, für sie spricht ja die Realität heute. Also wenn wir heute anschauen, ist alles voll Gewalt. Da sind wir uns einig. Und Krieg. Naja, also ich meine, man kann schon im normalen Umgang schon feststellen, dass auch in der Spezies Mensch aktuell so ein dialektischer Widerspruch ist zwischen den Umarmungsleuten, ja, und den Distanzleuten oder wie man das auch immer beschreiben soll. Also, dass sich noch nicht jeder diese Urnähe zum Nächsten abgewöhnt hat. Allerdings ist es schon so, dass das gerade in der letzten Zeit, würde ich mal sagen, sehr stark abgenommen hat. Ja. Also, aber der Gedanke ist auf jeden Fall, das haben Sie ja so auch gesagt, der ist nicht ganz wegzukriegen. Also dass auch ein Urinstinkt besteht, sich mit dem etwas für den anderen zu tun, ja. Mit sich mit dem anderen zu solidarisieren, so eine Umarmungsbegrüßung oder sonst irgendetwas, das gibt es heute auch noch. Oder auch die Tendenz, was man in Studien mit kleinen Kindern sieht, die also vor jeder Erziehung schon hilfsbereit reagieren auf den Artgenossen, bevor sie überhaupt erzogen werden können, tu das nicht, tu das ja. In solchen Testsituationen, ganz junge Kinder scheinen das genetisch spontan zu machen, ja, ohne Erziehung. Ja, aber das ist für mich im Grunde genommen der Einzug der Religion in das Dasein. Ja? Also das ist für mich fast eher so ein geisteswissenschaftlicher Ansatz, dass jetzt auf einmal in dem Zusammenleben der verschiedenen Arten Aspekte aufkommen oder auch der verschiedenen Menschen Aspekte aufkommen, die sowas wie Religion erkennen lassen. Also das wäre ja zum Beispiel so ein Gemeinschaftsaspekt, dass man sagt, ich tue etwas für die Gemeinschaft. Das ist der typisch religiöse Aspekt eigentlich. Und damit
gehe ich in Führung. Ja? Ich bin der Hirte. Ja? Da, also, kommt mir eher wie so ein urreligiöser Aspekt vor. Also wir haben auch Professoren dabei, die tatsächlich auch sagen, dass heute die religiösen Gemeinschaften am ehesten, also uns noch so, also so am ehesten auch noch an das erinnern, was wir damals so als Gruppe uns vorstellen in der Wissenschaft. Aber wie gesagt, es geht jetzt nur um das Nicht-Ausschließen. Das heißt also, wir können nicht absolut ausschließen, weil es auch viele paläoanthropologische Funde gibt entsprechend, dass diese Gruppen damals vor 400.000 Jahren tatsächlich nicht in Kriegen aufeinander losgegangen sind, noch nicht oder nicht wieder. Denn in den primitiveren Stufen, da ist alles möglich. Also da halte ich auch Gewalt. Wir haben sogar in dem großen Bericht, ich weiß nicht, ob Sie den mal gesehen haben, die ZDF extra... oder Terra X, ZDF Terra X, die ersten Menschen 1 und 2. Da war auch Professor Friedemann Schrenk mit dabei. Ja, und da wurde schon auch geschildert, dass die Menschen so vor 12 Millionen Jahren sicherlich noch kriegerische Aspekte hatten, wenn sie anderen Gruppen begegneten. Dass es da schon noch um Mord und Totschlag ging. Weil es darum ging, die Frauen zu gewinnen, indem man also den stärksten Mann mit seinen riesen Eckzähnen besiegte. Und dann also wir halten einfach fest zu diesem Kapitel, weil wir uns jetzt der Frage widmen müssen, was ist dann vor 400.000 Jahren passiert, sodass wir dann die moderne Welt bekamen. Ja? Und also wir halten einfach nur fest, wir können wissenschaftlich nicht absolut ausschließen, dass wir damals ein hochsoziales, liebevolles Gruppenleben mit eher freundschaftlichen Kontakten zu den Nachbargruppen, in denen ja die Kinder und Enkelkinder, die Töchter und die Enkelkinder leben, weil wegen der Inzestverhinderung muss es ja immer ein Abwandern geben eines Geschlechtes in die anderen Gruppen. In dem Falle waren das wohl die Töchter. Und die eigenen Enkelkinder anzugreifen oder so ist sowieso nicht die tollste Idee. Aber... ja, also wir können nicht absolut ausschließen, dass es da solche friedlichen Lebensformen gab vor 400.000 Jahren. Ja? Und so, das können wir erstmal so abschließen. Von mir aus, ja. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt ganz kompliziert, weil das in der Wissenschaft eigentlich völlig neu ist. Was ist da eigentlich passiert? Das ist auch in dem Film die ersten Menschen eins und zwei getauscht, gezeigt worden. Was wurde damals erfunden vor 400.000 Jahren etwa? Ich streite nicht um 100.000 Jahre. Ja? Haben Sie irgendeine Ahnung, was da erfunden worden sein könnte? Ja, wie sieht es aus mit dem Feuer? Das Feuer, nee, vielleicht sogar früher. Es gibt sogar Professoren, die spekulieren, dass es deutlich früher war mit dem Feuer, weil wir das Feuer als Werkzeug, wir waren ja schon seit 2,5 Millionen Jahren, waren wir ja schon auf dem Werkzeugtrip. Und dass dann Feuer irgendwann als Werkzeug dazu kam, ist denkbar. Nur wann das genau war, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist umstritten. Ja? Aber was könnte noch gewesen sein? Ich kürze ab. Der Tausch. Das wurde in dem Film so schön gezeigt, wie die ersten Tauschhandlungen geschahen. Ja? Und das ist, wir haben zwar solche Philosophen, die sagen, der Mensch ist das Tier, das Handel treibt, ja, aber berücksichtigt haben wir es in der Forschung eigentlich noch nicht. Deswegen haben die Scientists for Future 2 haben das ins Zentrum gerückt, weil sie gesagt haben, das ist die große übersehene Tatsache der Evolution, dass der Tausch ja die Rahmenbedingungen des Miteinanders völlig verändert. Pflanze und Tier, zwischen Pflanzen, zwischen Tieren. Älter oder? Also Symbiosen sind eigentlich generell etwas Uraltes, weil... Tauschgeschäfte, ne? Wenn ich als Krokodil sage, du machst meine Zähne sauber und der Vogel sagt, ich habe dann lecker Frühstück. Also das sind ja auch, ist auch ein Tauschhandel, wenn man so will. Ja, aber das ist aber... Die symbiotische Geschichte ist wieder was anderes, als dass innerhalb einer Art konkrete Gegenstände ausgetauscht werden. Und das ist das eigentlich. Also wenn man Tausch mal definieren würde, müsste man es definieren im Gegensatz zur Symbiose als das Austauschen eines konkreten Gegenstandes gegen einen konkreten Gegenstandes und später gegen Geld. Ja, Geld kommt ja erst so mit 40.000 Jahren oder so auf, ne? Die Vorläufer.
Ja, also das heißt, also wir halten fest, der Tausch, und aus dem Tausch entwickelt sie sich natürlich, und das wissen wir, ja heute, wir haben hier lauter Tauschhändler. Also wissen wir, dass er ja irgendwann erfunden sein muss, sicherlich nicht vor 400.000 Jahren, aber vielleicht kurz danach oder so, muss sich irgendwann der Tauschhandel evoluiert haben. Manche vermuten, dass es beim Übergang zum Homo sapiens war, dass das Wesentliche des Unterschiedes war, dass der Sapiens der tauschhandelnde Erectus ist, ja? Und dadurch sich auch durchaus unterschieden hat. Ja? Jetzt meine Schlüsselfrage an Sie, wenn Sie jetzt einfach mal selbst darüber nachdenken, was verändert in einem solchen Gruppengefüge die erste kleine Gruppe an Tauschhändlern, die vielleicht aus einer Nachbargruppe kommt, und man ist ja an sich Freund, vielleicht sogar freundschaftlich, also man, oder Nachbargruppe sein. Na, ist der Tauschhändler muss ja irgendwo herkommen, der wird ja nicht sich nur darauf berufen, in seiner Gruppe damit anzufangen, sondern auch die Nachbargruppen zu besuchen. Ja? Denn dann, zumindest wird das ja irgendwann gekommen sein. Und was ist da die neue Dynamik, die da drin steckt? Überlegen Sie mal. Ja, gut, bei Tauschhandel geht es natürlich immer um Vorteilsnahme, es geht aber auch um kulturellen Austausch. Das heißt, die Gruppen werden sich dann darüber auch ausgleichen und auch Sachen übernehmen und so weiter, dazulernen, sich entwickeln. Also es gibt mehr Entwicklung dadurch auch. Und ich kürze es so ab, dass man, alles ist richtig, aber das Entscheidende ist, dass der Tauschhändler eine andere Motivationslage hat, beziehungsweise eine andere ökologische Nische. Kennen Sie den Begriff ökologische Nische? Eigentlich schon, ja. Also die ökologische Nische, in die hinein sich dann auch was evoluiert. Also man kann sagen, in jede ökologische Nische hinein evoluieren sich verschiedene, jede Art entwickelt sich in seine eigene ökologische Nische sozusagen hinein. Und der Händler, für den war es quasi so, je mehr ich vertausche, desto besser geht es mir und desto größere Geschenke kann ich zum Beispiel in meiner Heimatgruppe an die Frauen und Kinder machen, wenn wir mal auf diesem Level bleiben, ja, zum Beispiel. Desto beliebter werde ich und so weiter. Und jetzt ist halt die Frage so, wie wichtig ist mir jetzt das Schicksal der besuchten Gruppe, ja? Im Gegensatz, ist mir das genauso wichtig wie den Gruppenmitgliedern der Gruppe, die ich besuche, selber? Oder ist da ein Unterschied? Ja, ich würde sagen, das sieht man ja auch bis heute, die sind einem im Grunde genommen ziemlich wurscht, die sind nur Mittel zum Zweck. Also, dass man eigenverantwortlich auch für die andere Seite des Geschäfts ist, da kann man ja jede Sparkassenkreditnachverhandlung sehen. Die Herrschaften kommen da nicht wohlwollend und sagen, wir machen mal was Seriöses, sondern wenn die merken, sie können sie unter Druck setzen, dann machen die das. Das ist bis heute so. Ja. Ja. Genau deswegen, wir sind ja jetzt nämlich auch schon im Heute, nur wir gucken uns die Entstehung des Heutes an quasi. Das ist das, was Wissenschaftler machen. Die gehen zurück und gucken sich an die Ursachen und die Historie auch, die evolutionsbiologische Historie. Und da ist der Punkt, dass wir da zwei Beispiele haben, die schlüsselartig sind. Man stellt sich zwei Szenarien vor. Der Händler hat zufällig Steinäxte dabei, weil damals waren ja die Waffen schon lange erfunden. Und jetzt erzählt er rein zufällig Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Es kommt ja irgendwas, alles streut, alles kommt mal vor. Ja? Und da hat der Mensch erzählt einfach eine Geschichte, dass angeblich in der Nachbargruppe, oder nicht in einer Nachbargruppe, das könnte man ja nachprüfen, aber ganz weit entfernt, 100 Kilometer weit entfernt, angeblich eine Gruppe die andere nachts überfallen und totgeschlagen hätte. Erzählt er. Und diese Geschichte ist wahrscheinlich unwahr. Aber das ist ja ein Mythos, ein Märchen, eine Sage, eine Erzählung am Feuer. Die Intrige entsteht. Ja. Und zwar zufällig, denn vielleicht glaubt er diese Geschichte einfach, aber sie ist gar nicht wahr.
Verkaufsmasche jetzt, um zu sagen, naja, also kauft euch lieber mal so ein paar Äxte jetzt hier, damit euch sowas nicht passieren kann. Ja, Verkaufsmasche, das erste, also Betrug über Reklame, ja. Also da, ja, genau. Aber wir gehen davon aus, wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht gar keine böse Absicht im Spiel war, sondern nur zufällig eine Zeitgleichheit existierte. Das Erzählen dieser Geschichte und der Händler merkt, er verkauft unheimlich viele Waffen. Und Menschen neigen dazu, wenn sie mit etwas Erfolg haben oder eine Erfolgsszene haben, dass sie diese Szene dann in der anderen, in der nächsten besuchten Gruppe wiederholen. Nämlich nochmal die gleiche Geschichte mitreisend am Lagerfeuer erzählen und dann wieder viele Steine extra verkaufen. Und der Mensch hat natürlich genetisch etwas, never change a winning team. Wenn etwas funktioniert, warum soll ich es ändern? Ja, ja, ganz richtig. Davon, wir gehen davon aus, dass also der Waffenhändler, da es für ihn wichtiger war, Steinäxte zu vertauschen, als für den Frieden dieser Gruppe zu sorgen, bei der er zu Besuch ist, aus diesem Interessenskonflikt heraus biologisch nicht daran gehindert war, quasi Kriegstreiberei zu betreiben, um seinen, den Konsum seiner Waffen anzukurbeln. Ja? Das ist die Grundidee. Ja. Und das ist, haben wir heute noch. Identisch, das Identische wird heute berichtet. Ja, vom Irakkrieg wird das Gleiche berichtet. Ja, die haben Massenvernichtungswaffen en masse, deswegen müssen wir eingreifen. Überall wird so berichtet. Ne? Und Motivation. Wir nennen das die mimetische. Haben Sie den Begriff Meme schon mal gehört? Ja, also die Mime, das ist der Gesichtsausdruck, ne? Das ist die Mimik. Meme ist ein Kunstwort, das kommt von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte und ist ein Parallelkonstrukt zu Gen und Meme. Gen und Meme, damit wir es einfacher haben. Das ist nichts anderes als ein Vereinfachungsdings. Mehr sollte man darin nicht reingeheimsen. Es geht nur darum, dass wir eben zwei Steuerungssysteme haben. Wir können die Menschen über die Vorstellung, dass eine Gruppe da in der Nähe irgendwo gewalttätig angeblich gewesen ist, manipulieren zum Kaufen der Steinäxte. Und solche Meme haben in der Evolution, spielen halt eine Rolle. Das ist dann die mimetische Evolution, die jetzt da plötzlich eine Rolle spielt. Wissenschaftlich ist dann eher, ne? Ja, da berührt sich Geisteswissenschaft, da berührt sich, Meme ist eigentlich nichts anderes als Kognition, Attitüde, Einstellung, alle, da können Sie jeden geisteswissenschaftlichen Begriff dazu nehmen, das ist nur die naturwissenschaftliche Sprache für das Gleiche, ja? Also da berührt es sich, ja. Und jetzt aber das nächste Szenario, das die Professoren ansprechen, stellen wir uns vor, die ersten Vorläufer der ersten Süßigkeiten hätte der irgendwann im Gepäck, der Händler. Ja? Die Mutter stillt ihr Kind und zeigt ihrem Kind die gesündesten Nahrungsmittel. Und die hat ein vitales Interesse, dass das Kind keine faulenden Zähne kriegt und kein Diabetes und keine Zuckervergiftung oder was auch immer. Wie ist aber das Interesse des Händlers gegenüber dem Kind? Hat er die gleiche Interesse wie die Mutter oder eben wieder das entgegengesetzte? Ja, man muss auch ein bisschen was für seine Kunden tun, aber das ist nicht zu viel. Ja, also das ist wieder, sagen wir mal, ein ähnliches Beispiel, wo das eben nicht primär. Ja gut, sie spielen jetzt auf diese Zuckerdiskussion an, das ist natürlich, das ist nicht so leicht miteinander vergleichbar. Aber es ist wiederum so, dass das Primärinteresse jetzt nicht unbedingt da drin liegt, dass der Konsument davon nachhaltig profitiert an erster Stelle. Sondern wenn er davon profitiert, ist gut. Wenn es ihm was ausmacht, ist, wenn es ihm schadet, naja, hat er halt ein bisschen Pech gehabt, dann muss er halt besser aufpassen. Er ist selber dafür verantwortlich, was er auswählt. Also es ist kein primäres Interesse. Nicht das, es ist auf jeden Fall nicht das Interesse, das die Mutter hat. Genau, da sind wir uns einig, dass da eben die ökologische Nische des Händlers etwas anders aussieht als die evolutionsnäheren Rahmenbedingungen der Mutter, die also ein möglichst kerngesundes, vitales Kind hat, weil dann ihre DNS am besten weiter transportiert wird über die Generationen. Ja? Und da ist halt der Punkt, dass wir uns auch, dass wir auch sagen, nein, also der Schamane hat garantiert keine böse Absicht gehabt, jetzt irgendwie dem
dem schon entstandenen Schamanen, der dann angeblich vielleicht vor 170.000 Jahren zum ersten Mal auftauchte, als Geschäftsmodell Schamanismus, ja, dass der sicherlich nicht dem kranke Menschen zutreiben wollte, sondern dass er einfach nur billige Ware gut verkaufen will. Und wenn dabei es zu Schädigungen kommt, dann ist ihm das halt nicht so wichtig, weil für ihn geht es erst einmal darum, Ware einfach herzustellen und viel davon zu vertauschen. Ne? Und das ist der Grundkonflikt. Aber das hatten wir jetzt so durch. Und jetzt sagen die Professoren, ja, und wie sieht denn dann die Lösung aus, wenn wir jetzt mal diesen ganzen Kuddelmuddel, den wir heute haben, das ganze Chaos vergessen und gehen einfach mal vor 400.000 Jahren an diese ersten Tage des Tauschhandels zurück. Wie könnte man das heute denn kontern, diesen Interessensgegensatz? Haben Sie irgendeine Idee, wie man das gesellschaftspolitisch kontern könnte? Also, dass sich derjenige, der ein Geschäft macht, nicht unbedingt so viel Gedanken darüber macht, wie es denen geht, die von dem Geschäft dann in zweiter oder dritter Linie abhängig sind. Wie man das verändern kann. Wie man quasi eine Gleichgerichtetheit der Interessenslagen erzeugen könnte. Dass der Händler an meiner Gesundheit interessiert ist, so wie die Mutter an meiner Gesundheit interessiert ist. Wie könnte man das technisch machen? Es stellt sich ja auch da die Frage, wie muss man den Staat steuern, dass das Gute und auch wirklich, ja, ich gehe jetzt mal den nächsten Schritt weiter, denn wir sind ja jetzt schon fast am Ziel des Ganzen. Und zwar, die Professoren sagen, ja hoppla, wir müssen uns die Anekdote vom alten China anschauen, dass der Arzt angeblich so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf gesund waren. Und wenn auch nur einer krank wurde, erfuhren das ja alle anderen in der Gruppe und reduzierten ihre Geschenke etwas, damit der Arzt immer unter der Kernmotivation lebte: Ich muss präventiv medizinisch für Gesundheit und Lebensqualität in der Gruppe sorgen, präventiv. Und dann werde ich immer gut bezahlt. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich halt etwas weniger bezahlt durch Geschenke, ja, durch Waren. Und das, genau dieses Prinzip haben sie zur Zentrale der gesamten Reformen des dritten Systems gemacht. Das ist das dritte neue Gesellschaftssystem, dass also mein Hausarzt am meisten Honorar bekommt, je seltener ich krank werde, und mein Lebensmittelhändler auch am meisten. Das ist dann nachher die Frage, wie man das technisch macht, aber das ist dann die zweite Frage. Aber dass es so sein muss, dass mein Lebensmittelhändler zum Beispiel mehr Gewinnzuschlag von der Krankenkasse bekommen muss, wenn die Leute, die typischerweise mit der Krankenversicherungseinkaufskarte der Zukunft dort einkaufen gehen, wenn die sich gesünder entwickeln, als vielleicht bei ihren Vorerkrankungen zu erwarten gewesen wäre. Und so, dass dann also der Händler plötzlich ein vitales Interesse daran hat, seinen Markt in einen Gesundheitsverführungsmarkt umzuwandeln. Und der Arzt anfängt, jetzt schließen wir den Kreis. Der Arzt wird erstmal entlastet von dem, was im Moment 50% seiner Arbeitszeit raubt. Der Papierkrieg, der kommt weg. In diesen 50% der Arbeitszeit bietet er in Zukunft einen kostenlosen Lifestyle Club, ein Healthy Lifestyle Club oder wie man auch immer das dann nennen wird, an einen Gesundheits-Lifestyle Club kostenlos an. Kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen eigenen Sportverein in den Bürgerhäusern, in den Sporthallen der Region und so weiter. Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und Veranstaltungen mit Comedians, die lustig über gesundes Themen machen. Und so verführt er die Menschen, sich nach und nach ein bisschen mit gesundem Lebensstil zu beschäftigen und kümmert sich also ganz stark präventiv auch um die Leute, versucht die auch im Zweifelsfall Einzelne auch mal zu Hause aufzusuchen und zu sagen, darf ich sie nicht doch mal einladen zu unserer Comedian-Veranstaltung mit Dr. Eckart von Hirschhausen oder so. Ja, ja gut, Eckart von Hirschhausen, den kennt man ja mit seinen Nasen und außerdem mit diesem Lachkonzept da, ja, Lachen macht Lachen, gesund. Lachen gesund. Ja, das ist, das klingt auf jeden Fall mal sehr gut, ist auch sicherlich für Eckart von Hirschhausen ein gutes Konzept. Aber da sieht man ja schon an der Persönlichkeit, was für ein multiples Konzept das ist. Da muss man eine Präsenz im Showgeschäft haben,
um dann auch so einen Artikel wie so eine Nase da entwickeln zu können, die auch noch vertickern zu können und auch solche Überzeugungen über Gesundheit, zum Beispiel eine Philosophie des Lachens, ja, dass man das auch dann so transportieren kann. Das können nicht alle Ärzte gleichermaßen transportieren. Er hat halt nur die Medizin, er hat das Kabarett für sich, er hat die Medienpräsenz. Das kann man von normalen Medizinern nicht verlangen, dass er da in diesem Bereich... Also nein, wir sehen sogar die Zukunft darin, dass ja die Pharmaindustrie, die sich ja, wenn solche, nach solch einer Reform ja auch transformieren muss und auch viel in Prävention investieren muss, dass ich stelle mir vor, dass die besten Comedians Deutschlands von der Pharmaindustrie für solche Kurse angestellt werden, in denen dann andere Ärzte und die Comedians zusammen das lustige Programm gemeinsam entwerfen. Und wo dann der Hausarzt das für einen bestimmten Betrag sozusagen bucht, um seine Patienten, deren Gesundheit ihm ja jetzt am Herzen liegt, ja, dann aus den Löchern zu locken, ja, und so in seinen Health Club zu locken. Ja. Mit Speck fängt man Mäuse. Ja. Und solche Konzepte sind es, also die, das heißt, aber jetzt, ich wollte den Kreis schließen, dass dieser Lifestyle Club erinnert mich sehr stark an die Gruppe vor 400.000 Jahren. Ja, also das heißt, vielleicht entstehen da sogar mehr Generationen Wohngemeinschaften und der Arzt wird zum Mediator und zum Supervisor solcher Projekte, der den Menschen zeigt, wie man wieder ohne zu streiten, wir haben ja alle nur noch gelernt, wie man sich streitet und sich hasst, aber wir haben selten, viele Menschen haben keine Fähigkeiten mehr, friedlich miteinander zu kommunizieren. Und wie wir das alles wieder lernen und so weiter. Also wir haben auch Mediatoren bei uns dabei, ja. Und dadurch sozusagen quasi wieder ein Sozialleben entsteht, dass die einsamen, alten, vereinsamten Menschen auch wieder aus ihren Vereinsamungen rausholt, vielleicht in mehr Generationen Wohngemeinschaften. Und denn je gesünder die sich entwickeln, die Pflegereform kommt noch dazu, das Pflegeheim wird auch so genauso gesteuert, wird so gesehen, der Leiter kriegt dann am meisten Geld, wenn die Leute nach 30 Jahren im Pflegeheim vielleicht noch vitaler sind, als sie reingekommen sind. Dann kriegt er am meisten dafür, ja? Und so, und die Mitarbeiter auch und so weiter. Also Sie verstehen, diese Gesundheitsförderung ist das und Förderung meiner Lebensqualität ist dann, wäre das oberste Prinzip des dritten Systems in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also was ich absolut unterstreichen kann, ist, dass dieser Zynismus aus dem System, also zum Beispiel im Bereich Pharmaindustrie, dass man die Leute eben zu stark an Medikamente gewöhnt und das dann eben aufbaut und dann sie auch an Krankheiten heranführt oder zu Krankheiten erzieht. Dieser Zynismus, der muss weg. Da habe ich im Grunde genommen, das hat jeder so ein bisschen, nicht jeder, aber haben viele doch im Hinterkopf. Allerdings muss ich sagen, dass das Rezept dazu, jetzt auch was Sie da mit dieser Health-Gruppe da oder... Healthy Lifestyle Club, was Sie damit sagen, das ist, da gibt's ein, aus meiner Sicht so einen kleinen Ideologiesprung. Das heißt, der Zynismus, da bin ich ganz bei Ihnen, der muss weg. Also das ist sicherlich nicht günstig, aber es geht eben nicht so leicht, denn natürlich gibt es wiederum eine Summe von Medikamenten, die benötigt werden, die tatsächlich benötigt werden, ja. Also man müsste genau eben exakt diesen Zynismus abtrennen, der darin besteht, eben eine Medikamente-Medizin zu machen, dass man erstmal verschreibt. Und das ist natürlich dann schon wieder, also sagen wir mal, absolut schwierig, das zu trennen von den Medikamenten, die absolut notwendig sind und die Leute benötigen. Und dann gibt es da auch wiederum... Die hat der Arzt ja nach wie vor seine 50% andere Zeit, Arbeitszeithälfte, dass er die chronisch Kranken richtig medikamentös einstellt. Und wir wollen ja nichts daran ändern, nur dass der Arzt vielleicht sagt, wenn da jemand Diabetes hat und bis jetzt sein ganzes Leben Insulin braucht, dass der Arzt sagt, ja, Sie haben 30 Kilo Übergewicht, wollen Sie nicht doch mal zu unserem Sportverein kommen und zu dem Ernährungskurs kommen? Zum Bereich Ideologie sagen. Das heißt also,
da, im Grunde genommen haben wir ja mit dieser riesen Kapazität an Fitnessstudios, die aus dem Boden schießen, haben wir ja solche Konzepte und die sind ja auch im Prinzip bewegungstechnisch eigentlich darauf hin ausgerichtet, dass ich... Die könnten wir damit verkoppeln. Wir könnten, also jeder Healthy Lifestyle Club könnte vielleicht auch sich mit einem Fitnessstudio assoziieren. Aber die sind natürlich auch, sagen wir mal, nicht die hundertprozentige Lösung, denn hier sieht man ja, wie viel Prozent der Bevölkerung das wahrnehmen. Das sind sehr viele, aber es sind am Gesamten gesehen, so und da stellen Sie schon wieder... Es gibt so eine Formel in der Wissenschaft, dass etwa 10% der Bevölkerung vieles richtig machen, auch Sport und so weiter, und 90% alles verkehrt machen. Ja, also und jetzt kommen wir natürlich dann wieder eben zu dem Aspekt, dass sich dann irgendwelche Heilsbringer hinstellen und den Leuten erklären, was sie richtig zu machen haben. Man weiß schon aus der Schule heraus, es ist im Grunde genommen nicht mehr möglich, Eltern zu erziehen. Wir wissen heute viel in der Psychologie über die Kopie der Kinder. Ihre Eltern so viel kopieren, die Eltern sind eigentlich im Grunde genommen kaum noch zu verändern. Und das ist ja ein nachhaltiger Ansatz, der damit arbeitet, dass man im Grunde genommen unbelehrbare oder schwer belehrbare oder schwer erziehbare oder zu ihrem Glück erzieht, zwingt, wie auch im... Also die Professoren würden sagen, haben immer gesagt, niemals Zwang, niemals Verbote, niemals Druck. Also Beispiel... Wenn ich jemanden vom Rauchen abbringen will, darf ich niemals mit ihm sagen, als Arzt, hören Sie auf zu rauchen. Sondern, das muss so laufen, in diesem Healthy Lifestyle Club muss eine Lebensqualität entstehen, die dazu führt, dass der Patient plötzlich seine Zigaretten einfach vergisst und sie auf dem Tisch liegen lässt und hinterher erst merkt, dass er sie gar nicht gebraucht hat. Ja? Das ist der richtige Weg. Und schwer zu erzielen. Also Sie haben vollkommen recht. Natürlich können die Ärzte nur erreichen. Also ich muss dazu sagen, erstmal wird der Arzt natürlich kostenlos weitergebildet. Er muss ja zum Präventionsspezialisten werden. Das machen die Professoren, indem sie in kostenlosen Fernsehsendungen sowohl die Bevölkerung schon mal vorinstruieren, als auch die Ärzte, sodass sie sich das am Feierabend so mal als Weiterbildung anschauen können. Kostenlos Fernsehsendung ZDF, ARD, eine Gesundheitssendung nach der anderen, sodass der Arzt erwirbt, wie kann ich gesunde Ernährung unterrichten, gemeinsames Einkaufen unterrichten. Wie können wir also lernen, uns da gesünder zu bewegen? Aber Sie haben vollkommen recht. Wir können nur erreichen, was wir erreichen können. Jetzt sage ich Ihnen, was der Arzt Christian Zimmermann, das ist der Chef des Allgemeinen Patientenverbandes Deutschland, was der errechnet hat, was wir mit solch einer Reform erwirtschaften können, auf jeden Fall erwirtschaften können, trotzdem es so schwierig ist, viele Menschen umzuverführen. Ja? Umzuverführen. Das ist eine Verführung, eine sanfte Verführung. Trotzdem sagt er jedes Jahr 70 Milliarden plus, kein Problem. 70 Milliarden plus, kein Problem. Die Rechnung im Einzelnen wäre da wirklich interessant. Dieser Patientenverband hat selbst ein eigenes Gesundheitsreformkonzept erstellt, das natürlich an den Bundesgesundheitsminister ging, an Herrn Spahn ging und so weiter. Und da hat er eben gesagt, 70 Milliarden können wir dadurch erreichen, Volkswirtschaft. Ja, halte ich für eine sehr schwer darstellbare Zahl. Schätzen Sie, was das Gesundheitssystem insgesamt verheizt jedes Jahr? Also es ist ein riesiger Milliardenbetrag, ich könnte vielleicht das Zehnfache. 360 Milliarden, schätze ich mal so. Also pro Tag vielleicht 1 Milliarde, die auf den Kopf geklopft wird. Ja, also da wären 70 Milliarden, das wäre schon was. Von der Größenordnung her, mit Einsparung und so weiter, ist es natürlich insgesamt sehr schwer darstellbar, weil ja dann auch Verluste erzielt werden. Das heißt also, eine Summe von Leistungen nicht mehr erbracht werden, wenn das klappen würde, wenn Sie jetzt wirklich ein Prozentsatz, sagen wir 5 oder 2 oder vielleicht auch 8% der Bevölkerung umerziehen und da Kosten einsparen, dann wird auf der anderen Seite auch wiederum Geld nicht erwirtschaftet. Also dieser Umbau ist
äußerst heikel. Und ob da unterm Strich ein Plus rauskommt, da bin ich viel zu wenig geschult, um da was sagen zu können. Also ich kann es Ihnen sagen, also so zum Beispiel nur so als Mensch, ich bin ja auch ganz normaler Bürger, ich würde mit Begeisterung die Tanzveranstaltung ohne Alkohol und Zigaretten meines Hausarztes besuchen. Ich würde sofort in seinen Sportverein austreten. Wir haben sogar extra Gesundheitssportarten erforscht dafür und entwickelt. Wir würden neue Sportverbände gründen, ja, und so weiter. Und das Medieninteresse, es würde dann so werden, dass der Staat quasi nur noch über diese Gesundheitsvolkssportarten berichtet. Ich mache mal ein Beispiel. Da gibt es einen Gesundheitstischtennis, wo man einen Satz mit der starken Hand spielen muss und einen mit der schwachen Hand, damit der Körper ausgeglichen wird und wo die Kanten abgerundet werden, das Verletzungsrisiko minimiert wird und so weiter. Und so haben wir viel. Tanzen gilt als sehr gesund, Tanzen muss ausgebaut werden, Tanzkurse und so weiter. Und all das, also Gesundheitssportarten, die wirklich... Ich nenne Ihnen mal ein Riesenverlustszenario. Weswegen kommt denn die Welt nach Deutschland? Wegen dem Oktoberfest, da gibt es Haxen und eine Maß. Und das ist weltweit gepostet. Das wären Milliardenverluste aus meiner Sicht, die man nur an ein Volksfest, das also von seiner Performance her Weltgeltung hat, wo alle sagen, ah, da muss ich aber dahin, ne? Auch genau, ist vielleicht. Genau deswegen müssen wir jetzt über die Pharmaindustrie sprechen, weil es um die Verluste geht und wie wir die ausgleichen. Denn wenn wir die nicht ausgleichen, die Frage ist ja, warum wurde die Reform auch von diesem Patientenverband nicht angenommen? Weil er einen entscheidenden Baufehler darin hatte, nämlich nicht zu verstehen, dass wenn Sie die Pharmaaktionäre nicht mitnehmen, haben Sie keine Chance. Ja? Sie müssen die Pharma... Frau Merkel muss sagen, liebe Pharmaaktionäre Deutschlands, das ist ein Wandel. Ihr werdet die eine oder andere Charge an Krebschemotherapeutika nicht mehr verkaufen müssen, weil die Leute seltener Krebs bekommen werden. Ihr werdet auch etwas weniger Medikamente verkaufen. Das ist ein Wandel. Und da müssen wir euch helfen. Wir müssen eure Dividenden über die nächsten Jahre konstant halten, sodass ihr zufrieden seid und dem Wandel zustimmt. Jetzt werden aber immer noch Leute in der Tablettenproduktion werden arbeitslos, weil sie können ja nicht einfach alle weiter beschäftigen. Aber da kommt jetzt dann das Rezept, dass das Arbeitsamt umgestaltet wird. Die Agentur für Arbeit heißt dann in Zukunft Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Das heißt, jeder Mitarbeiter kriegt in der Arbeitsagentur im Jobcenter nur noch ein Grundgehalt und fürstliche Prämien für jeden, den er zu Hause aufsucht, mit ihm durchspricht, was er jetzt nach dem Job in der Pharmaindustrie, wo er gerne hin möchte, was er gerne möchte, wohin er gerne umziehen möchte und so weiter, welche Firmen für ihn interessant sind und wie auch immer. Und wenn es dann möglich und dann der arbeitslos gewordene Mitarbeiter des Pharmakonzerns 10 Jahre in einem neuen Job ist, kriegt er jeden Monat, für den der im Job ist, kriegt der Mitarbeiter einen Prämienanteil. Ja? Sodass der Arbeitsamtmitarbeiter hinter dem Sessel vorkommt und rausgeht zu den Menschen, zu den Firmen, unbürokratische Deals schließt, vielleicht sogar manchmal, da hat ja einen eigenen Etat, sogar Gelder investiert darin, dass der den neuen Job kriegt, weil er weiß, dass er das über die Prämie später wieder zurückkriegt. Ja? Also der Arbeitsamtmitarbeiter wird zum Investor auch in die Zukunft des Mitarbeiters. Ja, investiert, riskiert und gewinnt oder verliert. Ja, also auch so ein bisschen Investitionsvolumen. Ja, und daraus resultiert dann für die Firma selbst, für den Konzern selber kein Verlust, denn der spart die Arbeitsplätze ein in der Tablettenproduktion, aber woanders entstehen wieder neue. Zum Beispiel entstehen auch wieder diese neuen in diesen Gesundheitskursen, in der Bodenentgiftung. Zum Beispiel die Gifte wieder aus den Böden rauszukriegen, das Plastik oder so. Ja? Entgiftungsmaßnahmen könnten die Hauptschwerpunkt der pharmazeutischen Industrie der Zukunft werden. Ja? Also von daher so Bodenmedikamente. Ja? Sie merken, dass sich die Professoren schon in den 51 Jahren was überlegt haben. Ne? Ja, also ich würde den der Großindustrie im Gegensatz zu Ihnen da viel mehr Ideologie zumuten. Denn das sind ja im Grunde genommen
sind ja die Spitzenkräfte des Landes. Sie sehen ja auch, wie VW jetzt strampelt mit dem E-Auto. Und das heißt, es ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken machen. Das heißt, das, was Sie am Anfang angesprochen haben mit dieser Bonobo-Affen-Sozietät, dass die also den Aspekt haben, auch etwas für die Menschheit zu tun, was Positives zu tun. Ich glaube, dass diejenigen das nicht nur in der Pharmaindustrie, auch in der Großindustrie in besonderem Maße im Hinterkopf haben. Wenn man entsprechend mit denen darüber diskutiert, denen eine ganze Menge auch an Ideologiearbeit zumuten kann. Das heißt, ich sehe die nicht so stumpf, dass die einfach nur sagen, wenn wir unsere Dividende nicht haben, dann machen wir zu. Das glaube ich nicht. Die sind nicht so stumpf, dass die sagen, wir brauchen noch mehr Kranke, damit wir Geschäft machen. So sind die nicht. Es gibt... Dass die Pharmaindustrie gut verdient, ist klar. Was VW verdient, ist auch klar. Ja, ja. Darüber muss man nicht reden, aber es geht ja nur so. Und das finde ich ja das Richtige an dem Ansatz. Nur eine leistungsfähige Wirtschaft kann ja in der Lage sein, einem Land dann so zu dienen oder auch weltweit Konzepte zu entwerfen, die nachhaltig die aufgelaufenen Probleme weltweit auch nur annähernd lösen können. Wenn wir die Leistungsfähigkeit verlieren, dann haben wir verloren. Ja? Also was weiß ich, ein Sonnenkraftwerk konstruieren und einfach mal da verbauen in Afrika, so einfach ist es halt leider nicht. Wir kommen ja gleich auch zu dem Klima und zu der Sonnenenergie, das ist das Konzept der Professoren, bloß nicht die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verlieren oder riskieren, sondern die sogar erhöhen. Also das heißt, die Professoren sagen sogar so, wir können uns den Klimaschutz dann leisten, wenn wir vorher Gelder generiert haben, die dann quasi ein kleines Wirtschaftswunder mit maximalem Klimaschutz kombinieren, aber immer muss ein kleines Wirtschaftswunder dabei sein, denn eine starke Wirtschaft ist unser Kernstück. Ja? Absolut richtig. Und deswegen, ich muss nur gerade, damit wir den nächsten Schritt nicht vergessen, ich wollte nur noch sagen, um das abzuschließen, stellen Sie sich vor, 70 Milliarden pro Jahr gelängen wirklich, dann müssen wir 20 Milliarden für die Dividendenkonstanthaltung der deutschen Großaktionäre und so weiter einrechnen. Dann haben wir 50 Milliarden, die können wir aber eben, wenn wir jetzt noch 5% Wirtschaftsförderung sagen, haben wir 45 Milliarden grob gesagt. Und die könnten wir aber dem Klima zur Verfügung stellen. Damit können wir großzügig 4 Kohlekraftwerke entschädigen und die erneuerbaren Energien richtig hochfinanzieren. Denn 10 Milliarden pro Kohlekraftwerk und Neuinvestitionen ist viel Geld. Damit können wir, denn wir müssen ja die Energie konstant halten. Das ist ja Gesetz. Also was mich mal interessieren würde... Es sind ja jetzt auch noch Berichte im Internet bezüglich der regenerierbaren Windkraft zum Beispiel, die sich sehr negativ äußern, sich auch sehr negativ über Pumpspeicherkraftwerke äußern. Wie ist denn die real existierende Energiebilanz? Wildpolsried ist vielleicht bekannt, das ist so ein... Prototyp eines Dorfs hinter Stuttgart, Richtung schon Alpen fast, die produzieren mit einem Mix aus Windrädern, aus Solartechnik und Biogas den 7-fachen Bedarf, den sie eigentlich für ihr eigenes Dorf brauchen, 2500 Einwohnergemeinde. Also das, der zentrale Punkt, den ich also schon jahrzehntelang immer sehe, ist, die lokale Energiequelle. Das heißt, die machen das in Wildpolsried. Und die lokale Energiequelle, jetzt muss man noch jetzt irgendwie in eine Rechnung, Gesamtrechnung bringen zu dem, was so gesamtwirtschaftlich verbraucht wird. Das heißt, also es muss von unten mal eine Berechnung stattfinden. Was könnte man denn durch den lokalen Einsatz schaffen in der Energiebilanz? Und was braucht man sozusagen, um richtige fette Energielieferer wie ein Kernkraftwerk zu ersetzen? Ja, also in der Bilanz kriege ich so keine Gesamtbilanz geliefert, sondern es wird so gesagt, naja, Kernkraftwerk, da musst du schon 500 Windräder bauen und dann wird gesagt, naja gut, wir haben 30.000, jetzt wird nichts mehr dazu gebaut, da kommt da wieder Regelung. Also wie ist die Gesamtbilanz
real existieren. Das fände ich interessant. Also ich kann Ihnen sagen, was meine persönlichen Gedanken dazu sind. Was Sie gesagt haben mit diesen lokalen Energieerzeugungen. Erstens, erster Gedanke, wir müssen den Großkonzernen wie RWE die Chance geben, da mitzuwirken. Auch wenn dann vor Ort die Energie erzeugt wird und im Ort verteilt wird, wenn wir ihnen da sozusagen die Tür zuschlagen und sagen, ihr dürft da nicht mehr mitverdienen, dann wird es Ärger geben. Ja? Sondern wir müssen schon auch sagen, mit ihrer Erfahrung und so weiter, können die bei diesen lokalen Kraftwerken mitwirken. Ja? Und da auch mitverdienen gerne. Ja? Sozusagen, sie helfen ja dann auch und tun ja auch was dabei und beschleunigen ja auch dann den Prozess. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, wir müssen ja Sonnenenergie und Windenergie durch entweder Batteriespeicher, Großspeicher oder über Wasserstoffspeicheranlagen, wir müssen ja die Strom konstant halten in der Dunkelflaute. Und da, ich glaube, da muss dann der Schwerpunkt drauf liegen. Wasserstoffspeicher und dann Wasserstoff kann man ja wieder zurückverwandeln in Strom und so weiter. Ja? Also Wasserstoff ist ja sowieso ein Thema, zum Beispiel Wasserstoffauto. Man hat den Nachteil, dass es immer noch Krach macht. Ja? Aber es ist ja viel emissionsfreier wahrscheinlich als ein Batterieauto. Ja? Ja? Also, von daher sollte man also über Wasserstoff und Batterie muss man halt nachdenken. Ja? Aber denn Pumpspeicherwerke soll es angeblich nicht genügend Möglichkeiten geben, so den Strom zu speichern, zwischenzuspeichern. Zu ineffektiv, ne? Angeblich zu ineffektiv, nur 17% Wirkungsgrad. Wir haben auch zu wenig Platz angeblich. Ja. Von daher Batterienspeicher, Großspeicher und Wasserstoffgroßspeicher, sowas. Es gibt auch die Idee, glaube ich, des Methanspeichers, dass man also Methan in den großen Gasspeicheranlagen, die Deutschland unter der Erde irgendwo hat, ja, dass man da Methan zwischenspeichern könnte und so den Strom für Deutschland konstant halten könnte. Ja, denn Methan verbrennt ja dann wieder zu, verbrennt auf jeden Fall wieder zurück. Ja, und ist ja sehr stark brennbar. Ja? Und von daher, Professor Quaschning hat das, glaube ich, geäußert mit den Methanspeichern. Ne? Aber über diese Biokraftwerke, Biogasanlagen. Da ist ja wohl auch Methan dabei. Ja, natürlich. Das wird, entsteht ja dabei. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist da die Umweltbelastung und wie ist da vor allem die Abgastechnik, die Dämmtechnik, dass diese Kraftwerke nicht dann zu viel Emissionen dann doch an die Umwelt ablassen, was sehr, sehr, ja, was gerade beim Methan ist da außerordentlich ungünstig, auch für die CO2-Bilanz. Und also Biogasanlagen ansonsten sind eigentlich, wenn die richtig gut entwickelt wären, wir haben ja welche, ja, aber von denen wird nicht so viel geredet. Wir haben sie zwar, aber sie haben wohl noch ziemliche Nebenwirkungen im Moment. Aber das Interessante, also dass, wie gesagt, diese Gemeinde schafft das. Sie sagen, man muss die Großen muss man reinnehmen mit der Erfahrung und so weiter. Und da sieht man, dass das ist natürlich, wenn man so will, ist in gewisser Hinsicht ein Kommunikationsproblem. Da sind also verschiedene Händler unterwegs und diese verschiedenen Händler sind nur sehr, sehr schwer an einen Tisch zu kriegen. Ja, also ich meine, wenn so ein Bürgermeister ist, vertritt auch, ist von mir aus auch so ein Bonobo, der jetzt was ganz Tolles gemacht hat, und jetzt diesen Bonobo mit einem RWE-Bonobo da zusammenzukriegen, das grenzt an Kunst, ja. Das ist das Anliegen der Professoren, das sowas dann auch möglich zu machen. Aber jetzt versuchen wir mal, das Ziel zu erreichen, unseres hochinteressanten Gespräches, dass also sozusagen die Grundüberlegung der Professoren ist also, wir entschädigen, haben am Ende vielleicht diese 40 Milliarden, 45 Milliarden fürs Klima und können dadurch investieren und zwar ohne, jetzt passen Sie auf, das Entscheidende ist, ohne den Bürgern in die Tasche zu greifen, was ja im Moment zu Riesenaufschreien führt, obwohl es ja gerade mal lächerliche 54 Milliarden sein soll. Ja? Also trotzdem ist ja der Aufschrei gewaltig im Netz. Ne? Also das ist ja ein Hass, was da jetzt hochkommt und so weiter. Und schlanke Lösungen sind natürlich immer gefragt, ja, vollkommen klar. Ja. Ja,
also und zwar, und unser Motto wäre, Frau Merkel, könnten Sie Greta Thunberg in die Hand versprechen, dass von den neu generierten Geldern in jedem Bereich, Ernährungssystem, Bildungssystem, alle Systeme werden ja, auch das Arbeitsamt wird ja damit auch schlanker und sparsamer, weil es viel mehr tut, um den Menschen wirklich unterzubringen. Übrigens, ich habe ein Detail vergessen. Wenn zum Beispiel für den einzelnen Arbeitslosen aus der Pharmaindustrie plötzlich keine Jobperspektive besteht, wissen Sie, was der kriegt? Der kriegt sofort einen Job beim Arbeitsamt. Der hilft dann den Kollegen. Ja? Weil das Prinzip muss lauten, wir lassen niemanden mehr alleine. Denn das bisherige Arbeitsamt lässt ja die Menschen alleine im Wesentlichen. Und das darf nicht mehr sein. Wir müssen eine Instanz haben in der Gesellschaft, die sich wirklich um Menschen kümmert, bis dass die wieder ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und wenn es nur eine ehrenamtliche Arbeit ist, weil es mehr nicht geht wegen Krankheit oder so, oder wenn es nur in einer Behindertenwerkstatt ist, aber ein Mensch muss untergebracht werden, ja, wenn er das möchte, wenn er sich nicht dagegen sperrt. Ja. Aber das ist unser Grundprinzip. Aber jetzt so das Prinzip, also die Professoren haben gesagt, wir könnten den Kohlestopp 26 schaffen, weil wir in 7 Jahren könnten wir auf ca. 900 Milliarden plus kommen, trotz aller Dividendenkonstanthaltung aller Beteiligten, ja, und könnten so das erreichen. Und jetzt ist deren Erfolgsmodell ist das, weswegen ich hier bin. Ich habe gerade mit den jungen Leuten wieder gesprochen, kurz, ja, weil die ja auf dem Trip der Revolution eher sind oder auf anderen Trips, ne, das weiß man nicht so genau. Und ich habe mit ihnen gesprochen, weil unser Ziel, das Ziel der Professoren ist, die haben erkennen müssen, dass die ehemalige Bundesgesundheitsministerin nicht mehr zieht bei den Journalisten. Auch die Professoren selbst ziehen nicht. Was zieht, ist Greta Thunberg und Fridays for Future. Da sind die Kameras im Moment. Haben Sie es mitgekriegt, dass heute Nacht war ja, Greta Thunberg hat ja eine verzweifelte Rede gehalten, weil sie wohl vielleicht spürt, dass es scheitern könnte, das ganze Projekt. Sie war ja richtig zornig und wütend. Haben Sie es schon gesehen, das Video? Das letzte Video habe ich nicht gesehen. Nein, also müssen Sie sich mal anschauen. Manche finden es sehr erschreckend, weil sie richtig fast einen Wutausbruch bekommen hat oder Zornesausbruch. Und das ZDF hat das berichtet und das ganze Internet ist voll mit diesen Videos. Alles so in Blau. Diese Figur dieses Mädchens hängen wir sehr hoch. Ja. Wenn ich jetzt was Ketzerisches sagen würde, mir fällt da spontan ein Mein Kampf. Das ist Gretas Kampf. Und das ist bei solchen Leuten, die kämpferisch wirken und die Massen begeistern, bin ich eher zurückhaltend. Ja? Also, denn das, was sie erzählt, das ist ja nicht neu. Und natürlich kommen dann solche komischen, multiplen Interessenlagen auf, auch bei den Schülern, dass da natürlich, man ist dann am Freitag vielleicht mal nicht in der Schule. Das will ich gar nicht unterstellen, dass man da ernsthafte Anliegen hat, aber das kann man gar nicht so ausklamüsern, wie viel Prozent jetzt ernsthaftes Anliegen ist, wie viel Prozent gern genommen. Das sind wir auch überfordert. Das ist ganz schwer. Wir brauchen eher, sagen wir mal, einen rationalen Diskurs, wie ich das nenne, oder wie das ja schon bekannt ist in Deutschland. Wie wir ihn gerade führen, ja? Also ein sachlicher Diskurs über Lösungen. Und jetzt, wir sind ja kurz vor dem Ende unseres Talks, nämlich dass wir, die Professoren, sagen, stellen Sie sich vor, diese jungen Leute hier, die jetzt gerade darüber nachdenken, die Professoren haben denen nämlich 50 Euro die Stunde angeboten für Arbeitssitzungen, in denen sie selber naturwissenschaftliche Fakten googeln, zum Beispiel das mit den Eckzähnen, ja, und solche Dinge, naturwissenschaftliche Fakten googeln und bei Wikipedia nachschauen in diesen Arbeitssitzungen, damit sie erkennen, dass zum Beispiel bestimmte sozialistische Vorstellungen nicht der Realität entsprechen, auch nicht, also naturwissenschaftlich, also quasi letztendlich widerlegt sind, ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt würden dann 10 Fridays for Future, die Leitung hier, das Orga-Team Köln, würde eine Pressekonferenz veranstalten und es würde sogar noch über Berlin noch Greta Thunberg und Luisa Neubauer dazukommen, wenn die dann wieder zurück ist aus den USA, die Greta. Ja? Und jetzt Pressekonferenz und vielleicht wird sogar zu der Pressekonferenz Frau Merkel geladen. Und dann sind Massen an Journalisten um uns herum und dann sagt Greta nur einen Satz.
ich verstehe noch nicht völlig diesen neuen Ansatz, dieses dritte System der Scientists for Future 2, also der zweiten Variante der Scientists for Future, die uns ihre Unterstützung angeboten haben. Aber was ich verstehe, ist, dass es immerhin so, dass wir es in jeder Talkshow weltweit diskutieren sollten, ob sich dafür eine Mehrheit findet, ob das für die Weltbevölkerung als Lösung angesehen werden kann oder nicht und ob das nicht der gute Kompromiss wäre. Dieser Satz würde genau wie jetzt die Sätze durch die gesamte Welt gehen. Auf Hindi, also ich hab gerade gesehen bei YouTube, es ist alles voll. Ne? Und dieser Satz ginge um die Welt. Dann hätten wir eine Chance, dass es eine Diskussion gibt. Und wenn dann die Mehrheit der Bevölkerung sagt, nein, wir wollen kein System, bei dem quasi die Daten erhoben werden, von Gesundheitsdaten und Wohlfühlnoten erhoben werden. Ja, wir schätzen den Datenschutzrisiko zu groß ein. Während ich persönlich als Mensch sagen würde, für mich ist das Datenschutzrisiko ja da, dass das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden vielleicht irgendwie trotz aller kriminalpolizeilichen Überwachung vielleicht doch Missbrauch mit den Daten treiben könnte. Ja? Es gibt immer ein Risiko bei etwas, aber sozusagen für mich ist es so, die Schädlichkeit unseres jetzigen Systems ohne diese Messung ist für mich ungefähr 100-mal größer als das Risiko der Datenschutzrisiken, ja, für mich als Mensch. Aber das muss dann die Gesellschaft entscheiden, wie sie die Risiken einschätzt. Also wir können dann als Professoren und Doktoren und so weiter nur unsere Erfahrung mitteilen, dass wir das Gesundheitssystem als so problematisch einstufen, dass uns da jedes datenschutzrechtliche Risiko, dass das Statistische Bundesamt Wiesbaden, dass dann ein Leck entsteht oder irgendwas, trotz aller Polizei, kriminalpolizeilichen Überwachung, dass dann sich zeigen wird, wofür die Mehrheit der Bevölkerung ist. Vielleicht gibt es auch einen Volksentscheid darüber. Ne? Ja, also ich sehe, dass Sie haben auch durchaus ein positives Anliegen, aber ich sag mal so, die Professoren, von denen Sie da sprechen, das ist ein ganz einfaches Bildungsproblem und Sie werden auch heute hier sehr viele Leute treffen, die Sie interviewen und da kommt dann raus, ich glaube nicht an die Klimakrise, ich glaube nicht an die Erderwärmung, ich glaube da nicht. So, jetzt haben Sie im Grunde genommen genau das Problem, wie im Höhlengleichnis, dass wir haben vergessen, dass Bildung zu tun hat mit richtiger Anstrengung und man muss sich Mühe geben, mit Schmerzen sogar, heißt es da. Ja. Das heißt ja nicht, dass man die Kinder verdrischt, aber es heißt natürlich, das haben Sie ja ganz richtig am Anfang gesagt, dass das mit Leistung auch zu tun hat, das System, und mit Konkurrenz auch und so weiter. Und das, deswegen ist das ja so schädlich, was wir im Bildungssystem machen, da von Leistungslosigkeit zu reden, und sagen, leistungsfreie Kinder entwickeln sich besser und so weiter, es ist falsch, aber es wird politisch praktiziert, was soll man dazu sagen? Und dieses Bildungsproblem, also das kriegen wir mit so einer Bildung sowieso nicht weg, aber das werden Sie feststellen, das sitzt so massiv in den Köpfen drin, das heißt, die Bildung, die Sie aus meiner Sicht den Leuten, die sie dann auch umschulen wollen, von mir aus auch umerziehen, oder ich sag mal positiv, denen sie andere Möglichkeiten, Perspektiven, die sie verführen wollen. Ich will mal so sagen, da wünsche ich ihnen viel Spaß, aber ich weiß nicht, ob sie den haben. Ja? Das ist oft sehr zurückhaltend, wie da reagiert wird auf solche Angebote. Ich mache da aber nur ein positives Beispiel. Der Vegan-Hype, das ging eigentlich relativ schnell. Sind Sie Veganer? Sind Sie da? Also ich selbst auch, aber kein Fanatischer. Also ich wäre niemals fanatisch, aber so tendenziell bin ich Veganer sozusagen. Aber nur, weil ich eben aus der Gesundheitsforschung komme und so weiter und bei mir selbst immer wieder geprüft habe, wie mein Körper gesundheitlich reagiert auf tierische Produkte. Und das ist fast immer spürbar negativ. Gut, also ich habe mich jetzt neulich nochmal mit einem Mediziner unterhalten, der sagt, also auch vegane Ernährung verhindert nicht, dass man vegane Patienten mit Krebs hat.
Jetzt weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt in der Statistik ist, ob das signifikant ist oder nicht. Aber das ist ja ein Haupt... Da müssen wir allerdings unterscheiden. Es gibt Veganer und Veganer. Also Sie können genau genommen den ganzen Tag Zucker essen, sind Sie auch Veganer. Also das heißt, mein Vegansein unterscheidet sich diametral von 90% aller anderen Veganer, denn ich esse fast nur Gemüse und Obst und fast nichts anderes. Ganz wenige Hülsenfrüchte und nur ganz wenig Haferflocken, also Getreide fast gar nicht. Also das heißt, es ist ein die Spitzenforschung hat gesagt, Veganismus alleine bringt nichts, es muss das richtige Vegan sein. Und ein Veganer, der das Falsche ist, der kriegt garantiert auch Krebs. Ja gut, ich bin jetzt da kein Spezialist, ich sag's nur, weil das ja tatsächlich auch ein Hype ist mit dem Veganismus momentan und es ist immer sehr schwer, die Sachen richtig zu beurteilen, ja, vor allem wenn die Leute überzeugt sind von dem, was sie machen, da kann man dann auch nichts dagegen sagen, ne? Also und jetzt, um es sozusagen abschließend auf die entscheidenden Punkte zu bringen, nochmal meine Frage, wenn Sie sich also dieses Szenario mit der großen Pressekonferenz mit Greta Thunberg, der Leitung hier von Fridays for Future und so weiter vorstellen, also ich träume jedenfalls davon, dass es dann einfach dazu kommt, dass in den Talkshows die Professoren eingeladen werden, darüber kontrovers diskutiert wird, auch Vertreter der Pharmaindustrie ganz klar gesagt wird, dass dass die Dividenden konstant gehalten werden, sodass der Übergang verkraftbar ist und dass alles mit einer Wirtschaftsstärkung, dass die deutsche Wirtschaft stärker daraus hervorgeht, nicht schwächer. Ja, das ist der Grundgedanke. Halten Sie das auch für ein irgendwie wünschenswertes Szenario? Denn es würde uns ja dann die Möglichkeit eröffnen, wirklich Klimaschutz zu betreiben und auch damit der Welt zu zeigen, es gibt ein Erfolgsmodell, wirtschaftliche Stärkung und gleichzeitig Klimaschutz. Ja, also das ist schon, sagen wir mal, die richtige Zielrichtung und die richtige Idee. Aber jetzt überlegen Sie sich mal zum Beispiel, wie jemand, der in Deutschland Erfolg hatte, wie der Herr Lucke, jetzt mit seiner, der ist ja jetzt in einer anderen Partei, jetzt mit der AfD dasteht, der hatte ja Popularität. Sie wollen ja über Popularität gehen, klammern das nicht aus, Sie wollen das ja wirklich umsetzen. Dazu kann ich nur sagen, ich bin mir sicher, wenn diese Berechnungen über Einsparungen, die Sie machen, wenn die so sind, dass die in der Politik auch nachvollzogen werden können, dann kriegen sie auch Gehör. Es muss aber nachvollziehbar sein. Also wenn dann irgend so ein Fachmann kommt und sagt dann gleich hier, also das läuft so nicht, beziehungsweise da haben sie die und die Ausgaben nicht richtig miteinander gegengerechnet. Aber die Formel, die wir dann natürlich Frau Merkel sagen müssen, ist immer, Frau Merkel, Sie müssen darauf achten, dass sie nicht Gelder ausgeben für den Klimaschutz, die wir nicht vorher erwirtschaftet haben. Denn die Professoren haben sich ja angeboten, kostenlos sich mit Minister Spahn und Minister Klöckner und den ganzen Ministerialbeamten zusammenzusetzen und dort die Reformen zu designen, ja, quasi die wissenschaftlichen Grundideen anzupassen auf das deutsche Krankenversicherungssystem, auf die einzelne Krankenkasse und so. Ist alles schon durchdacht, aber das muss man natürlich anpassen. Ja. Und ich darf dazu sagen, dass ein afrikanischer Staat bei uns angerufen hat und gesagt, eine Stunde Konferenz ergeben hat, dass die eigentlich sich wünschen, dass wir das in ihrem Staat machen, die gesamten Reformen, ja, also ein ganzes Staat zu reformieren. Aber wir möchten natürlich das gerne in Deutschland machen, ja. Wir möchten, dass diese Reformkompetenz ja auch in Deutschland braucht, ja. Wenn Sie nach Afrika gehen, sind Sie ein Bonobo. Dann machen Sie aber auch wirklich das Richtige. Nur dann haben Sie wieder das Bildungsproblem. Das Bildungsproblem, das wird sie killen. Und also das wird sie nicht killen, aber da werden sie ganz schön rödeln müssen, um da auch nur ein bisschen was in die richtige Richtung zu bewegen. Professor Friedemann Schrenk ist selbst öfters in Afrika, weil er dort selbst forscht und Projekt aufgebaut hat. Er sagt, ich muss den Afrikanern mühsam beibringen, dass die Wurzel der Menschheit in Afrika liegt und nicht aus den USA, wo Coca-Cola herkommt. Ja, also Bildungsproblem. Ja, natürlich. Und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie, dass vorzeigbare Demokratien in Afrika entstehen.
sehe ich nicht. Also, ja, deswegen, also das ist also, ich will jetzt nicht unbedingt nach Afrika. Ich würde nur nach, auch nach Afrika gehen, wenn die Professoren sagen, wir gehen nach Afrika. Ja? Aber also meine Grundidee ist halt so, dass wir uns halt wünschen, wie Sie eben richtig sagten, dann kriegen wir auch Gehör und dann wird kontrovers diskutiert und dann wird es halt so sein, dass wenn Frau Merkel sieht, dass sich 60% der Gesellschaft gegen diese Reformmodelle aussprechen, dann ist es halt so. Dann haben wir es versucht. Ja? Aber es ist immerhin ein Versuch wert. Und welche Alternative hat Greta? Was läuft denn jetzt gut, dass die gestern eine verzweifelte, tränenreiche Wutrede gehalten hat? Ja? Also das heißt, sie ist ja nicht zufrieden. Also warum soll sie nicht sagen, dann haben wir wenigstens ein Thema, wo wir eine Chance haben. Und wenn doch 60%, ich muss dazu sagen, darf ich Ihnen die Ergebnisse sagen, eine Studie hat ergeben, eine simulierte Bundestagswahl hat ergeben, dass 56% der Wähler sofort dieses dritte System gewählt haben in dieser Studie. Sofort. Also in einer ganz simulierten Bundestagswahl. Dieses System wurde den verschiedenen Parteien wechselweise zugeordnet und dann haben die Wähler gewählt. Ja? Und das hat ergeben 56%. Bis zu 56% haben das gewählt. Das lässt hoffen. Ja? Das lässt hoffen. Die Kommentare der Wähler sind überwältigend. Ich habe allerdings, wir haben nur die positiven Kommentare, gibt es. Die negativen gibt es garantiert auch. 44% haben es nicht gewählt. Ja? Aber diese 56%, die Kommentare, warum habe ich jetzt hinterher, warum habe ich so gewählt? Die sind umwerfend. Die sagen, dass endlich ist die richtige Lösung da. Ja? So ungefähr, aber in allen Varianten. Der eine sagt das, der andere sagt das und so weiter. Und dann darf ich Ihnen sagen, heute, Sie sind wahrscheinlich mein 200. Gesprächspartner, plus, minus 10. Ja? Und 90% davon sagen, ja, das ist doch eigentlich sachlich, vernünftig, nicht extremistisch, eine vernünftige, naturwissenschaftlich sachliche Diskussion und Überlegung, und da sollten wir mal rangehen, ne? Als Gesellschaft und vor allem auch die jungen Leute, ne? Weil das, denn die entscheiden mit ihrer Medienpräsenz. Wissen Sie, wenn ich jetzt zu einer Pressekonferenz einlade, als für die zweiten Scientists for Future, alleine kommen dann 0 Journalisten. Laden das Orga-Team Fridays for Future ein, kommen, ich kann das sagen, weil wir hatten schon mal einzelne Schülerinnen, haben zu einer Pressekonferenz eingeladen, da waren alle großen 10 Medien von Köln da. Nur weil 3 Schülerinnen eingeladen haben von Fridays for Future. Und wenn jetzt das ganze Orga-Team einlädt, dann kommen da 20 Journalisten aus der Region. Und dann haben sie es schon. Ja, haben Sie denn Greta Thunberg schon auf Ihrer Seite? Das ist ja gerade der Punkt. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Das Internet ist voll von Leuten, die versuchen, Greta eine. Die heißt, liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg. Es gibt einen neuen Lösungsansatz und so weiter. Ja? Also das Internet ist voll davon, aber sie liest das nicht. Sie kriegt das nicht. Wir haben sogar ich maile, natürlich selbstverständlich mailen wir ständig Gretas Firma an. Die schreiben einem zurück, dass sie sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Aber es ist noch nicht durchgedrungen. Nein, hier muss es geschehen. Diese jungen Leute müssen wir gewinnen, denn die haben alle den Kontakt zu Lisa Neubauer und die hat persönlich die Telefonnummer von Greta. Das ist eine Sache von Minuten. Aber jetzt so kann man sagen, wäre das nicht schön, wenn wir das hinkriegen würden und zumindest diese kontroverse Diskussion über diese neue Möglichkeit in Gang kriegen? Ja, ich sage mal, vieles habe ich Ihnen ja unterschrieben. Ja. Finde ich auch richtig. Ich finde auch richtig, dass Sie, ich meine, dass Sie in der richtigen Richtung denken. Ja. Ja. Ich habe gesagt, ich sehe Bildungsprobleme, ich sehe Ideologieprobleme. Ja. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, den Planeten sich in die richtige Richtung entwickeln zu lassen, ja, und in Afrika anzufangen, finde ich gar nicht schlecht. Aber das wird schwer. Das wird schwer, ja. Also dann danke ich Ihnen, denn letztendlich kann man sagen, ich wünsche mir das halt sehr, denn letztendlich wollen wir ja quasi eine Evolution auslösen, die wieder zum Konstruktiven führt, ja, und das ist das Konzept der Professoren.